Hallo. Dann herzlich willkommen zum Vortrag Wissensmanagement. Ich hatte schon gesagt, ich hätte heute sehr, sehr gern mit meiner Geschäftspartnerin Vanessa Salm auf der Bühne gestanden, um das Thema gemeinsam zu präsentieren. Sie ist leider krank geworden, ganz kurzfristig, und wir haben ein bisschen umdisponiert und geschaut, dass wir das Thema trotzdem heute wunderbar für Sie auf die Bühne bringen können. Vielleicht ganz kurz zu uns. Ich habe Sie noch mit eingeblendet, wäre irgendwie unfair, wir haben es gemeinsam vorbereitet. Vanessa Salm von der Porsche Informatik ist da Knowledge Managerin, und meine Wenigkeit Christina Schantin, ich bin Business Line Managerin bei der Comunado für Atlassian Services und Solutions, und meine Spielwiese ist, ich bin Lead Consultant und brenne auch für das Thema Knowledge Management. Zur Einstimmung auf das Thema habe ich ein kleines Video mitgebracht, und dieses Video haben wir gedreht für die Mitarbeiter von Porsche Informatik, um ihnen ein bisschen Lust und Liebe zu machen und Laune auf das Thema Wissensmanagement, und damit möchte ich kurz einsteigen. How the great architects built cities of stone, constructed pyramids and immense thrones. You'll never know how language was created, how words were invented and got related. You'll never know how the great masters conquered the oceans, how navigation became reality, and crafts got in motion. You'll never know how world wonders were constructed, how the ancients built monuments and forces interacted. You'll never know about the invention of the world's first calculator, what were its functions, and who was its creator. With means of the past, experiences couldn't be delivered. Knowledge got lost. But with technology of our time, you can now know the impossible, uncover the unseen, explore the never-being, experience the power of the human mind, and share knowledge through space and time. Explore this new world filled with genius and elevate, share knowledge and ideate, embrace the spirit that knowledge has no limit. This you cannot miss. Be there for the knowledge world to engage in the most powerful knowledge base of our age. Das ist die Ankündigung für unser Projekt, das wir so gelauncht haben. Und Vanessas und meine Vision war immer, if you can dream it, you can do it. So sind wir in die Unternehmen gegangen und haben dann mal geschaut, wo stehen wir heute, und haben erstmal so ein bisschen geträumt von dem, was wir später haben möchten. Und in diese Welt möchte ich Sie auch noch mal kurz mit einführen. Wir haben davon geträumt, dass wir einfach unser Wissensmanagement ganz natürlich nutzen. Dass es einfach da ist, dass es uns bei unserer täglichen Arbeit effektiv zusammenarbeiten lässt, dass es effizient ist. Wir haben davon geträumt, dass wir alles miteinander vernetzen können, dass wir es für alle zugänglich machen, dass wir es schnell und einfach auffindbar haben, dass wir es strukturiert haben, dass es transparent ist und natürlich, dass wir es standardisieren und so vereinfachen, dass es wirklich jeder gerne nutzt. Und wir haben gesagt, wir digitalisieren unser kritisches Unternehmenswissen zentral, perfekt strukturiert, sodass es schnell und einfach für jeden anwendbar wird. Das war unser Traum. Ja, und dann, was passiert dann? Dann kommt man irgendwie in der Realität an. Und diese Realität ist einfach Knowledge not found. Damit sind wir gestartet. Und wenn man jetzt mal schaut, was in den Unternehmen los ist, möchte ich gerne mal den Eisberg, den berühmten, mit anbringen. Und dann schauen wir mal, was eigentlich da ist. 10% explizites Wissen, das ist dieses Wissen, was Sie dokumentiert haben, das sind ihre Prozesse, ihre Abläufe, jeder wird es kennen. Ich meine, wir fangen ja nirgendwo mehr per Null an. Aber wenn wir 10% explizites Wissen verfügbar haben, wo sind dann die anderen 90%? Diese 90% implizites Wissen, die stecken in unseren Mitarbeitern. Das ist nicht dokumentiertes Wissen, das ist in unseren Köpfen, denn es ist persönlich, es ist einzigartig, es basiert auf unseren Erfahrungen. Es ist Kontext gegeben und es ist nicht einkaufbar. Und diese 90%, das sind unser ungenutztes Potenzial. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir hätten unendlich viel Zeit und unendlich viel Geld, könnte man sich natürlich jetzt überlegen, wie kriegen wir das alles aus den Köpfen raus.
Aber dann muss man natürlich sagen und auch sich auch fragen, ist das wirklich sinnvoll? Brauche ich das? Möchte ich das wirklich investieren? Denn auch ein Wissensmanagement-Projekt ist eine Investition. Und jetzt schauen wir an, was wir bei der Porsche Informatik genau gemacht haben. Und damit Sie das alles besser verstehen, möchte ich noch 2, 3 Worte zum Unternehmen verlieren. Porsche Informatik gehört zur Porsche Holding, hat ca. 960 Beschäftigte, betreibt 180 Lösungen in 34 Ländern und natürlich, wie Informatik schon sagt, es geht in der Regel um Entwicklungsprojekte. Und wer ist eigentlich Comonado? Comonado, für die Firma, für die ich arbeite, ist ein Full-Service-Provider, also ein technischer Dienstleister, der in der Lage ist, solche Projekte technisch mit umzusetzen. Und dann haben wir noch eine Methode, mit der wir gearbeitet haben, die möchte ich gleich im Anschluss vorstellen, denn mit was sind wir gestartet bei der Porsche? Wir haben also natürlich mal geguckt, worum es geht. Wir haben festgestellt, wir haben keine Wissensmanagement-Strategie, also brauchen wir noch eine. Wir haben einzelne Wissensträger und wir haben Wissenssilos. Wir haben unendlich viele Tools, alle verschieden, heterogene Landschaft, ich glaube, das werden Sie auch kennen. Wir haben Wissen. Das ist kaum strukturiert und wenn es strukturiert ist, natürlich immer in der Welt von denjenigen, die es bereits dokumentiert haben und es ist schwer auffindbar. Und wir haben kaum Nutzen, denn wir schaffen keine Wissenssynergien, wir vernetzen es nicht, wir bringen es nicht in Kontext, was auch extrem wichtig ist. Und der letzte Punkt, eine unzureichende Qualität und Aktualität des Wissens, denn wir wissen, wenn es einmal aufgeschrieben ist und es nicht aktualisiert ist, wir haben keine zweite Chance. Wir sind vorangegangen und haben das Ganze mit der Methode von Wissensfaktor 5 eingeführt. Diese Methode geht in 5 Schritten vor und vielleicht sehen Sie schon, erst Schritt 3 ist die Toolauswahl. Das heißt also, meine Wenigkeit als Technologiedienstleister kommt erst im 3. Schritt, denn davor steht erstmal die Strategie. Es geht darum, in einer 5-dimensionalen Analyse erstmal zu schauen, was im Unternehmen los ist. Und bevor wir mit sowas starten, brauchen wir ein Mandat. Also sprich, ein Unternehmen muss bereit sein, etwas zu verändern, sich zu verbessern und Ziele zu haben. Und Ziele zu haben, heißt in dem Fall tatsächlich auch Kennzahlen. Was möchten Sie verbessern? Was soll hinten rauskommen? Wie soll sich ein Invest in Wissensmanagement hinterher auch rechnen? Das ist der erste Teil der Analyse, das herauszufinden und wichtige Business Cases zu erarbeiten, mit denen sich ein Unternehmen auch messbar verbessern möchte. Im Anschluss, in der 2. Phase, wird daraus eine Strategie erarbeitet. Wie kann ich diese Business Cases lösen? Wie kann ich sie wissensbasiert lösen? Sie müssen sich wissensbasiert lösen lassen, ansonsten eignen sie sich nicht für Wissensmanagement. Und in der 3. Phase geht es dann darum, die geeignete Technologie auszuwählen, um dieses Wissensmanagement abzubilden. Das ist gar nicht zwingend Rocket Science. In unserem Fall haben wir das mit Atlassian-Technologien gemacht, mit Atlassian Confluence und Atlassian Jira. Das ist aber nicht die einzige Wahrheit, wie man es abbilden kann. Man könnte auch eine andere Tool-Landschaft nehmen, wenn man beispielsweise auf Microsoft setzen möchte. Ja, dann kommt die 4. Phase, auch extrem wichtig, denn hier wird jetzt das Wissen aufgebaut. Es wird digitalisiert, es wird befüllt in vorhandene Templates, in Videos gegossen, je nachdem, was sich besonders gut dafür eignet. Es wird durch Mitarbeiter gemacht, das ist ein eigenes Projekt, hört sich erstmal so ganz lockerflockig und leicht an, aber auch da gehört viel, viel Motivation dazu, damit die Leute hier auch gut mitziehen. Und ganz zum Schluss kommt die 5. Phase und das ist in dieser Phase wird gecheckt, wird dieses Wissen auch verwendet und bringt es uns unserem Ziel näher? Können wir tatsächlich damit Kennzahlen verbessern? Und damit wir hier nicht nur Theorie besprechen, möchte ich gerne mal anhand der Wertschöpfungskette 3 Business Cases vorstellen, die wir damit umgesetzt haben. Dann fange ich mal mit dem ersten an, beziehungsweise es ist unsere Wertschöpfungskette. Da Porsche Informatik macht halt Entwicklungsprojekte, deswegen geht es auch um Entwicklung, um Softwareentwicklung. Das machen natürlich die Softwareentwickler und Entwicklerinnen. Der 2. Anwendungsfall oder Business Case ist das ganze Thema Rollout und der 3. Business Case ist das ganze Thema Support. Um was für Wissen es geht, habe ich noch mal kurz eingeblendet, gehe ich aber gleich noch ein bisschen genauer drauf ein.
Und auch hier Kennzahlen, denn wir wollen es messbar machen. Es geht nicht darum zu investieren, um zu sagen, wir haben jetzt ein tolles Wissensmanagement, sondern wir wollen es wirklich erlebbar machen, was hinten damit rauskommen kann. Ich starte mal mit der Entwicklung. Und zwar war hier das Ziel, die Entwicklung effizienter zu gestalten. Und um die Entwicklung effizienter zu gestalten, muss man erstmal herausfinden, was ist das kritische Wissen, was Entwickler und Entwicklerinnen benötigen. Und Entwickler und Entwicklerinnen benötigen Wissen wie zum Beispiel über ihre Entwicklungsprozesse oder wie technische Module aufgebaut sind oder auch über ihre Frameworks und auch ganz wichtig zum Thema Projektmanagement. Dieses Wissen ist anhand der Wertschöpfungskette digitalisiert worden. Ist erstmal natürlich wurde mit den Leuten gesprochen. Manche Prozesse gibt es noch nicht auf Papier oder sie sind veraltet. Wie arbeiten die Leute wirklich zusammen? All das ist erarbeitet worden, ist digitalisiert worden und auf diese Art und Weise hat man es geschafft, dass die Entwickler besser in Time und Budget bleiben, dass sie ihren Scope einhalten und dass sie effektiver werden. Und effektiv werden heißt, man schafft ein bisschen mehr Projekte und das sieht man hinten im EBIT. Und wie sowas aussieht, ist einfach mal ein Screenshot von unserer Startseite vom Projektmanagement-Modul, welches Wissen dort zum Beispiel zum Projektmanagement aufgebaut wurde. Der zweite Business Case, den ich auch unglaublich spannend finde, ist das Thema Rollout. Es reicht natürlich nicht, dass wir einfach nur unser ganze Programm entwickeln, sondern wir müssen sie auch an den Mann bzw. an die Frau bringen. Im Fall von Porsche Informatik sind das Technologien für Großhändler bzw. auch für Autohäuser, also Software, die ausgeliefert werden muss und die Leute dort im Autohaus ganz konkret, die müssen die natürlich auch bedienen können. In der Vergangenheit gab es dafür ein ganzes Heer an Consultants, die sind durch die Welt geflogen, haben die Software trainiert, haben die Leute befähigt, haben technische Dokumentationen mitgenommen und was passiert? Alle Probleme dieser Welt, eine technische Dokumentation ist in Kürze veraltet. Wir sind sehr abhängig davon, ob ein Trainer bzw. ein Consultant gut ist oder aber nicht gut ist und je nachdem hat es zwischen 7 und 18 Tagen ungefähr gedauert, bis so ein Rollout durchgelaufen ist. Jetzt hat man sich gesagt, okay, hier können wir einen großen Benefit finden, indem wir diese ganzen Prozesse digitalisieren. Also ist eine Plattform geschaffen worden, eine Wissensplattform, wo Anwenderprozesse analysiert wurden. Anwenderprozesse wurden digitalisiert, die Lernpfade wurden aufgezeichnet, es wurden Wissensnuggets geschaffen, also einfach zu konsumieren für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und der ganze Rollout wurde digitalisiert. Dauert jetzt noch circa 7 Tage statt 17 und ist natürlich sofort auch messbar, indem man den Rollout standardisieren kann, indem man viel, viel schneller ist, das Ganze parallel machen kann. Ich meine, das können Sie sich ja vorstellen, so ein Berater kann, wenn er an einem Ort ist, nicht gleichzeitig an einem anderen sein. Das heißt also, man kann natürlich digital parallel skalieren in verschiedene Länder, in verschiedenen Sprachen und reduziert jetzt die Kosten für Consulting und auch für die Supportaufwände. Dann sind wir auch beim dritten Business Case und das ist der Business Case Support. Wie Sie sich sicher vorstellen können, wenn es beim Rollout Probleme gibt und die Anwender und Anwenderinnen Probleme haben, ihre Software zu nutzen, dann schlagen die im Support auf nachher. Und er hat eine Menge Arbeit. Mal mehr, mal weniger gut. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, wie können wir den Support auch befähigen, wie können wir ihn schneller machen, wie können wir ihn besser machen. Das ist der letzte Anwendungsfall. Und hier ging es darum, beispielsweise Service Requests natürlich zu verringern. Das haben wir im vorhergehenden Business Case gesehen, aber im Support auch dahin zu schauen, wie können wir wissensbasiert das Ganze verbessern. Natürlich zum Beispiel mit Knowledge Bases in die Richtung ist das schon mal immer eine gute Idee. Und was hat man hier gemacht? Man hat die Support-Datenbank genommen, hat sich dort die 20% der Anwendungsfälle genommen, die 80% vom Aufwand aber wiederum bedeutet haben und hat die in der Wissensdatenbank digitalisiert. Schön gesortiert nach den verschiedenen Service-Leveln und wenn wir gucken, Service-Level 0, das ist der Service-Level, den ein Anwender in der Lage ist, selber zu bearbeiten, der ist in den vorhergehenden Anwendungsfall gegangen, der ist Teil mit des Rollouts und in unserer Support-Datenbank haben wir jetzt unsere unterschiedlichen Service-Level
und können im Prinzip immer wieder reproduzierbar gute Antworten liefern. Das Ganze hat zu einer höheren Reaktionszeit geführt, bessere Lösungsrate und letztendlich auch zu einer höheren Kundenzufriedenheit. Das mal so vereinfacht, 3 Business Cases, die sich mit Wissensmanagement lösen kann, wo man wirklich hinterher sagen kann, es ist was rausgekommen, wir haben im Unternehmen was verbessert und die Leute können und wollen es nutzen in dem Moment, wo natürlich auch eine Verbesserung eintritt. Ich habe mal so ein Template mitgebracht, das ist ein kleiner Screenshot. Wir haben es suchmaschinenoptimiert für die Confluence-Suche, wir haben die verschiedenen Level eingeblendet. Und das ist, wie gesagt, nur mal ein ganz kleiner Screenshot dazu. Oben sieht man, es ist gerade aktuell. Das heißt, da liegt natürlich auch ein Aktualisierungsworkflow drauf, der wiederum die Leute erinnert, dass sie nach einer gewissen Zeit sich das Ganze nochmal anschauen müssen und so weiter. Also diese Mechanismen haben wir alle im Hintergrund mit eingebaut. Das mal zum Support. Und wenn wir jetzt mal schauen, was heißt Wissensmanagement mit Wissensfaktor 5, dann gehören diese 5 Module, diese 5 Kacheln dazu. Die haben wir auch bei Porsche Informatik genauso komplett umgesetzt. Nicht jedes Unternehmen braucht alle 5, manchmal ist auch das eine oder andere schon vorhanden. Wir fangen mal kurz an mit dem Knowledge Store. Das ist im Prinzip das Modul, in dem die ganze Wissenssicherung läuft, wo also alle Business Cases abgebildet werden, wo Seiten aggregiert werden, wo die Metadaten zusammenlaufen, wo Daten angereichert werden. Dann haben wir die Knowledge Academy. Das ist vielleicht das Modul, was es in den meisten Unternehmen schon gibt. Das ist im Prinzip die Anbindung von einem Learning Management System, weil wir haben da für ganz viele Sachen auch einfach Kurse, wo sich Mitarbeiter weiterbilden können. Und diese Kurse sind wiederum verlinkt in den Knowledge Store, weil man für einige Sachen ja bestimmte Kompetenzen braucht, die man dann ganz einfach digital natürlich erlernen kann. Die Knowledge Factory sind Punkte, wo wir unsere Experten treffen. Dort haben wir Knowledge Communities, wo man Fragen stellen kann, wo man sich treffen kann, wo man Dinge diskutieren kann, wo man auch seine Experten findet. Der 4. Punkt, das Knowledge Lab, dient der Wissensgenerierung. Hier kann man eigene Vorschläge einbringen und Ideen zusammen in Co-Creation zum Beispiel entwickeln. Und im letzten Punkt der Wissensentwicklung, dort findet man Lessons Learned und Best Practices, die natürlich idealerweise beispielsweise im Projektmanagementprozess an den richtigen Stellen direkt mit eingespielt werden. Das haben wir in dem Fall, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben 2 Tools, Confluence und Jira im Einsatz, wo man dann wunderbar an bestimmten Meilensteinen, zum Beispiel Best Practices oder Lessons Learned, den Mitarbeitern einfach einspielen kann. Das mal zur Lösung, was wir geliefert haben. Wer ein bisschen mehr wissen möchte, Comunato hat einen Stand hier. Und zwar sind wir hier draußen und dann gleich links. Da findet man uns. Heute nicht mehr ganz so lang, weil ich bin heute die Letzte hier, aber ich bin auch morgen den ganzen Tag noch am Stand und die Kollegen auch. Also wer uns gern besuchen möchte, ich habe ein paar Infos noch dazu mit. Kommen Sie gerne vorbei. Ansonsten, it's Knowledge Man O'Clock. Auf geht's. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.